Zudem gibt's reichlich Glücksbringer für den Pferdl, wenn Rauchfangkehrer wirklich Glück bringen. Der WRC bleibt zum vierten Mal in Folge in einem Heimspiel zum Kalenderjahrauftakt ohne Gegentor. Das liegt auch an Goalie Alexander Kofler, denn der pariert nach nur 90 Sekunden diesen gefinkelten Distanzschuss von Dario Tadic. Detail am Rande, das bleibt der einzige Hartberger Schuss auf das Tor von Kofler. Der WRC dominiert die Partie in der Folge ganz eindeutig, tut sich schwer mit den Torchancen. Diese durch Michael Lindl in der 11. Minute ist die erste Probe für René Swette im Tor der Hartberger. Weitere sollten folgen, wie jener Schuss von Lukas Schmidt. Der hat ja reichlich Kraft im linken Pratzerl, hat auch schon einige spektakuläre Tore aus solchen Positionen erzielt. Hartberg findet offensiv überhaupt nicht mehr statt. Die wenigen Kontermöglichkeiten werden früh in den Sand gesetzt. Romano Schmidt, der auffälligste Wolfsberger in der ersten Hälfte, auf den Neuzugang Dieng, und der wieder raus auf Schmidt. Aus seinem gewollten Stangelpass wird beinahe ein Eigentor von Michael Huber. 35 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Dann werden die Hartberger etwas mutiger in der Vorwärtsbewegung und eröffnen dem Gegner Räume. Und da ist Miloš Jojić, einer von drei Neuen bei den Kärntnern, gleich in der Startelf mit seinem ersten Abschluss in der Bundesliga. Der Serbe hatte anfangs Schwierigkeiten, ist dann immer besser reingekommen in die Partie. Was ist mit Sean Weißmann? Das ist mit Sean Weißmann. 43. Minute, seine erste wirklich gelungene Aktion nach Schmidts Flanke. Ein spektakulärer Volley, aber die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte sollten die Hartberger bekommen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Jodel Dosu narrt da alle und dann trifft er den neuen Wolfsberger Innenverteidiger Miguel Vieira, und somit geht der Ball letztlich am Tor vorbei. Der Pferdl zieht keine frischen Socken an, aber die Wolfsberger ziehen das Tempo an nach dem Seitenwechsel. Flanke Schmitz, Lukeneder kann nicht klären, Jojic macht das sehr abgebrüht und da kommt Michael Novak, spritzig wie eh und je, sein viertes Bundesligator, das dritte, das er gegen Hartberg erzielt. Natürlich will Lukeneder den Ball besser klären, kann es aber nicht. Jojic lässt da Ried ins Leere fallen. Keiner im Rückraum, der Novak an diesen Schuss hindern kann. Der Abschluss dann allerdings auch wirklich scharf und präzise. 1:0 in Minute 48. Nur eine Minute später diese Geschichte. Lindls Flanke, Sean Weißmann ist da, macht Saisontor Nummer 18 und trifft im fünften Bundesligaspiel in Folge. Und das 66 Sekunden nach dem 1:0 durch Novak. Ganz egal, mit welchem Körperteil er trifft, Tobias Kainz, für den Verletzten heil eingewechselt, hätte den Ball vorher klären können oder sogar müssen. Dann kommt Marcel Holzer in die Partie, hier mit der Nummer 6, legt mal auf für Romano Schmidt und der lässt einen aus der Distanz fliegen. Am Ende stehen viermal so viele Schüsse der Wolfsberger wie jene der Hartberger in der Statistik. Hartberg versucht dann nochmal mit viel Offensive zurückzukommen. Dosus, Flanke gut, der Kopfball von Lukas Ried allerdings nicht in Minute 77. Die beste Hartberger Chance in der zweiten Hälfte. Die Wolfsberger wollen dann verwalten. Dann gibt es dieses Foul von Vieira an Dosu. Das hat Schiedsrichter Schörgenhofer übersehen. Und das ist ein folgenschwerer Fehler des bald 47-jährigen Referees. Denn aus diesem Konter entsteht das 3:0. Sean Weißmann trifft zum fünften Mal in einem Bundesligaspiel zumindest doppelt und Miloš Jojić darf sich seine zweite Torvorbereitung gut schreiben lassen. Das allerdings war ein Foul, da hätte es Freistoß für die Hartberger geben müssen. Lukeneder und Schopp protestieren heftig, sehen beide gelb. Weißmann legt dann ganz überlegt den Ball ab und die Partie
auf Eis. Ja, ein Auftaktsieg für den Bundesliga-Neotrainer Ferdinand Feldhofer, der das Ganze recht cool beobachtet hat. Der WRC startet gut ins neue Kalenderjahr, die Hartberger ähnlich schlecht wie 2019. Sie verlieren das dritte Bundesliga-Auswärtsspiel am Stück.